Hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play Ultimate Team auf dem Kanal von The FIFA Fanatics. Ja, heute zum 7. Part vom Let's Play. Und ich würde sagen, wir machen einfach in Liga 4 weiter. Wir haben noch kein Spiel gehabt. Hey, ich dachte, wir haben das schon angefangen. Oh mein Gott, ich bin auf dem Falschen. Nein, ich bin nicht auf dem Falschen. Ey, was ist da los? Wollte ich glaube ein anderes Team machen, aber hab's dann doch nicht gemacht. Also muss man schon unser Team wechseln, dann würde ich sagen, starten wir mal das Spiel. Aber da braucht wieder Karim Benzema einen Vertrag und ich habe auch zum Glück einen. Deswegen geben wir den ihm einfach mal und dann starten wir unser 7. Spiel. Ja, ich will heute in dem 7. Part ein bisschen über die Woche jetzt reden. Ich nehme das wirklich aktuell jetzt auf. Es ist Freitag, 13.03 Uhr. Ich werde es nachher rendern und hochladen und ich würde einfach mal schon ein kurzes Fazit ziehen über die Woche. Aber ich gucke mal das Team an. Bronze-Torhüter, der wohl gar nicht reinpasst. Und dann würde ich sagen, ziemlich pacyes Team. Aber was sind wir anders gewohnt bei Ultimate Team? Das sind ja nur solche Mannschaften dabei. Deswegen, no stress, Digger, würde ich mal sagen. Ja, das Fazit von dieser Woche. Ich habe jetzt jeden Tag ein Video hochgeladen. Ich hoffe echt, es hat euch gefallen, dass ich das so gemacht habe. Und es war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, das schaffe ich eigentlich nie, jeden Tag ein Video. Aber das war echt das ist kein großes Ding. Und deswegen, das mit den Videos und jeden Tag kann ich auf jeden Fall so weitermachen. Eure Bewertung natürlich, wie es bei euch angekommen ist oder sowas, ist jetzt auf jeden Fall auch ganz wichtig. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auch immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Es sind immer ein paar Leute, so 3-4 Leute, die schreiben jedes Mal einen Kommentar drunter. Das finde ich immer richtig geil, da freue ich mich wirklich. Und vor allem, wenn ich sehe, auf dem Video sind 7 Likes, 9 Likes, 10 Likes und kein einziges Dislike. Das baut mich richtig auf und das zeigt mir einfach, dass ihr Spaß habt mit meinen Videos, dass es euch gefällt, was ich hier mache, was ich labe, wie ich das alles mache. Und jetzt kriegt man die erste Chance mit Luka Modric und dann macht das 1:0 in der 7. Minute, ja, mit dem Kopfball. Ja, mir hat echt wirklich so Spaß, so mache ich echt gern weiter mit euch. Wirklich, dass so viel Feedback da ist und dass einfach, so viele Leute das angucken. Es sind immer so 30, 40 Views auf einem Video. Ein bisschen schade finde ich, dass ich wirklich, glaube schon ein paar wirklich inaktive Abonnenten habe. Warum auch immer. Aber ja, da kann man nichts dran machen. Und deshalb 30, 40 Views finde ich echt in Ordnung. Oder fast 2:0. Und ja, wirklich immer nur positiv. Ich habe einen Daumen runter gekriegt und das war am ersten Teil. Aber sonst immer nur Daumen nach oben. Und sowas baut mich auf, sowas freut mich. Und so mag ich echt wirklich so gern weiter. Würde ich wirklich jede Stunde euch ein Video gern geben. Aber ich würde sagen, jeden Tag ein Video würde echt reichen. Und es wurde als ich habe ja gefragt, ja, wann soll ich das Video machen? Es wird immer um 16 Uhr kommen, das Video. Weil da sind die meisten online. Oh, richtig schönes Tor hier von Nani. Sind die meisten online. Und ja, es wird einfach abends angezeigt, noch wenn jemand spät heimkommt. Und deswegen denke ich, 16 Uhr wird ganz in Ordnung sein. Es kann immer so plus minus 15 Minuten gehen. Und hoffentlich geht der Gegner nicht raus. Doch, er geht raus. Wird es einfach plus minus 15 Minuten gehen. Und ja, der Part ist schon vorbei. Ich spiele so ein kurzer Part wie letztes Mal. Aber dann habe ich auch wirklich, kann ich das Video auch gut hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder der Part. Und ja, lasst wieder Feedback da, wie ihr die Woche fandet, ob die Videos gut waren, was ich verbessern kann. Und ja, wie ihr das einfach so findet, dass ich jetzt die Let's Play mache, nicht mehr Reviews. Ja, lasst einfach in den Kommentaren da. Wir haben das erste Spiel in Liga 4 gewonnen, 5:1 Statistik, kein Spiel verloren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus, euer Timo.